Ja, das hat echt Spaß gemacht. Bisschen schlafmutig im Spiel reingegangen, paar einfache Fehler in der Abwehr. Eine vorne war von Anfang an eine in Ordnung, das lag eher an hinten. Kommen dann gut zur Halbzeit und legen einfach drauf in der zweiten Halbzeit. Ich fand, das Uhr hat wieder ein überragendes Spiel abgeliefert. Der Abwehr stand auch ab der 15. Minute bis 50. Minute stand echt auch gut. Und dann hätten wir auch eine Rechnung offen gegen die Recken, und das haben wir heute gelöst. So, bin echt zufrieden. Ja, also ich finde, es geht einem ja immer um die Tempo im Beine, die Bereitschaft. Haben wir heute gut dabei gehabt. Erste Halbzeit, wie gesagt, war ein paar Fehler dabei, aber ab der 15. Minute und besonders Anfang zweite Halbzeit haben wir eigentlich das Spiel fertig gemacht. Und das zeigt auch, dass wir in einer guten Phase sind. Wir nehmen immer das Schwung mit und wir wissen auch, woran wir arbeiten müssen. Haben wir dann heute auch gemacht, ein besser Abwehr gestellt. Und dann, das macht echt Spaß. Ich hoffe auch, dass man das auf dem Spielfeld sieht. Das macht Spaß, mit den Kollegen zu arbeiten und hart arbeiten. Und deswegen gewinnen wir auch so. Ja, aber jetzt gehen wir in diese englische Woche. Donnerstag wieder Spiel und dann Sonntag auswärts. So, es war top, dass Oskar auch Belohnung für seine gute Trainingsleistung und der gute Vorbereitung. Und eigentlich immer, wenn er reinkommt, gibt er 100% Gas. Kriegt er dann Belohnung heute, macht ein paar gute Aktionen. Teile kriegt mehr Angriffsspielanteile. Till, finde ich, macht das echt gut. Er muss einfach mehr sein Eigentor feiern, finde ich. Habe ich ihm auch gesagt. Aber das macht Spaß und das macht, dass der ganze Truppe im Flow sind. Und dann ist das auch einfacher, wenn man der Breite in ein Spiel braucht. Ja, am Anfang war es schwierig. Wir haben nicht in die Abwehr gut gemacht. Aber dann war die Frischaufmaschine, haben wir gefunden und haben sehr gut gespielt. Gut in Abwehr und mit Disziplin im Angriff. Und ja, war, wie du gesagt hast, deutlich gesiegt. Ich denke, das ist alle die letzten Spiele, dann habe ich sehr gute Abwehr gespielt und mit Uhr hinten in guter Form. Ja, das ist sehr gut für mich und ich denke, ich habe das okay gemacht, aber ich kann auch mehr und das ist nicht so einfach, so wie sagt man, schnell in Mannschaft zu kommen als Playmaker, aber kommt. Ja, aber wir haben Minden zu Hause und das wollen wir gewinnen und ich habe nur Fokus auf nächstes Spiel.